Hier sehen wir einen Flötisten im Röntgengerät, mit dessen Hilfe wir sein Zwerchfell während des Spielens beobachten können. In der Röntgendurchleuchtung sehen wir immer nur die obere Kontur einer Zwerchfellkuppe. Betrachten wir vorerst eine Röntgenaufnahme des gesamten Brustkorbes von vorne. Die beiden Schlüsselbeine, die Rippen, welche beide Lungenflügel umschließen, das Herz und einen Teil der Wirbelsäule. Der Brustraum ist vom Bauchraum durch das Zwerchfell, den Hauptatemmuskel, getrennt. Zur Verdeutlichung des Atemvorganges hier eine extreme Ausatmung. Das Zwerchfell ist hochgestiegen, die Zwerchfellkuppe überragt die 9. Hinterrippe. Bei der extremen Einatmung senkt sich die Kuppe bis zur 11. Hinterrippe. Durch gesunde Voraussetzungen wie hier kommt es dabei zur Weitung des Brustkorbes durch die Mitarbeit der Interkostalmuskeln. Dies ist das Seitenbild eines Rumpfes. Wir sehen den Brustkorb, rechts die Wirbelsäule. Man sieht beide Zwerchfellkuppen. Die anatomische Darstellung zeigt den Ansatz des Zwerchfells am Rippenbogen. Die kuppelartige Wölbung des Muskels und seine Fortsetzung in die Zwerchfellschenkel. Das Zwerchfell ist über die Zwerchfellschenkel mit der Haltemuskulatur der Lendenwirbelsäule verflochten. Die Zusammenarbeit dieser Muskeln gewährleistet den naturgewollten Atemablauf und die gute Haltung. Sie ist das Fundament für die Qualität der Sprech-, Sing- und Spielleistung des Menschen. Die richtige Haltung beim Flötenspiel ermöglicht es dem Körper, elastisch zu reagieren. Diese gute Haltung sichert auch die federnde Mitarbeit des Zwerchfells. So wird der Atem im Flötenton zu einer seelischen Aussage, sichtbar in der Zwerchfellbewegung. Auch die komplizierten Druck- und Ansatzprobleme beim Oboenspiel sind durch Atemerziehung zu meistern. Der geschulte Organismus des Klarinettisten weiß sich auch bei schwierigen musikalischen Phrasen zu helfen.
Die Zwerchfellbewegung passt sich der Musik an. Die Lippenspannung des Ansatzes ist Auslöser für die Mitarbeit der inneren Muskulatur. Durch Lösen dieser Spannung beim Absetzen des Horns kommt die Inspiration unwillkürlich und geräuschlos. Dann steigt das Zwerchfell beim Blasen nicht einfach in die Höhe, sondern zügelt, ein zu schnelles Hergeben der Luft. So trägt der Ton auch beim Piano. Bei dieser Fagottspielerin beteiligt sich das Zwerchfell optimal an jeder musikalischen Phrase. Achten Sie auf die Bewegungen. Das Zwerchfell schnellt immer in der Pause hinunter zur Luftergänzung, aber auch beim Setzen der Akzente im Ton. Das ist der Zwerchfellakzent aus dem Rhythmus der Musik. Eine inspiratorische Gegenspannung innerhalb der Ausatmung. Die Luftergänzung ist schnell, mühelos und unwillkürlich. Eine solche Flexibilität ist das Ziel der Atemerziehung. In der Mitte das Rückgrat, rechts und links die beiden Zwerchfellkuppen, von denen wir jeweils eine Kuppe zeigen. Nach einer geführten, langsamen Ausatmung abwarten. Dann erfolgt die Einatmung unwillkürlich und geräuschlos. Durch richtige Stimmübungen bekommen wir das Zwerchfell zuverlässig in den Griff. Bei dieser ungeschulten Mädchenstimme ist die Atmung geräuschvoll, die Stimme nicht klangdicht. Bin ich gleich weit von dir, bin ich doch im Schlaf bei dir. Die Einatmung ist willkürlich, hörbar, die Zwerchfellkuppe wirkt steif und steigt zu schnell nach oben. Bin ich allein. Das gesungene Wort ist nur klar zu verstehen, wenn ein Gleichgewicht zwischen Atem, Stimm- und Artikulationsschulung vorhanden ist. Jedes Absetzen bewirkt das Abwärtsschnellen des Zwerchfells. Wenn es die Phrase erfordert, steigt bei richtiger Schulung die Zwerchfellkuppe nicht einfach in die Höhe, sondern ist in sich bewegt. Dies ist der sichtbare Ausdruck der inspiratorischen Gegenspannung während der Phonation, die sogenannte Tonstütze.
das Appoggio. Ihr tollen, vergeblichen Sorgen, doch weichet, weichet, ihr tollen, vergeblichen Sorgen. Jeder Lautstärken- und Höhenänderung entspricht eine Zwerchfellbewegung. Mich rufet mein Jesus, wer sollte nicht gehen, wer sollte nicht gehen? Mich rufet mein Jesus, wer sollte nicht gehen? Wer sollte nicht gehen, wer sollte nicht, wer sollte nicht? Mich rufet mein Jesus, wer sollte nicht? So reagiert das elastisch geschulte Diaphragma ohne willkürliche Gewaltanwendung der Bauchmuskulatur und wird somit zur Basis des Appoggio. Die Sekund, die Terz, die Quart, die Quint, die Sext, die Septim, die Oktav, la la la, la 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 la. Höhere Spannkraft bewirkt mühelose, rasche Luftergänzung nach exakter Lösung der Artikulationsspannung, auch bei langen Phrasen, und bringt mehr inspiratorische Gegenspannung, die eigentliche Stütze. Die Sekund, die Terz, die Quart, die Quint, die Sext, die Septim, die Oktav, la la la, la 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 la.